Am Anfang des Jahres habe ich folgende DM bekommen. Ich lese mal kurz vor. Ist das für dich nicht schon zu spät, um jetzt noch einen Führerschein zu machen? Und hier gleich noch eine hinterher. Ich bin jetzt 28 und habe auch noch keinen Führerschein. Dass du ihn mit über 30 machst, gibt mir das Gefühl, dass der Zug für mich noch nicht abgefahren ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es für viele so ein krasses Thema ist. Einige haben es mitbekommen. Ich habe es geschafft. Ich habe den Führerschein. Da ist der Lappen! Und dieses Video soll nicht nur Leuten helfen, die erst später ihren Führerschein machen, sondern eigentlich allen, die ihr Führerschein machen. Und für die, die ihn bereits haben, könnte es auch noch interessant werden. Kommen wir erst einmal zu der allerersten Frage. Das ist eine Frage, die ich ständig bekomme. Warum erst so spät den Führerschein? Viele machen ja schon Fahrschule mit 16 oder mit 17 und dann komme ich mit meinen 31 Jahren daher und denke mir, oh, ja, jetzt könnte man sich einen Führerschein gönnen. Warum erst jetzt? Naja, ich bin halt ein Großstadtkind. Also wenn ich jetzt beispielsweise in einem Dorf leben würde, wo der Bus, keine Ahnung, jede Stunde nur erscheint, dann hätte ich wahrscheinlich schon längst meinen Führerschein. Aber hier in Köln, alles ist miteinander verbunden. Du hast U-Bahnen, Straßenbahnen, S-Bahnen, Regios, Fernzüge, meinetwegen auch Uber. In Köln, vor allem in der Innenstadt, brauchst du kein Auto. Dann noch das Thema Arbeit. Viele müssen Auto fahren, um überhaupt zu ihrer Arbeit zu kommen. Oder es ist sogar Teil ihrer Arbeit. Meine Arbeit ist Homeoffice. Also es findet genau hier statt, vor dem PC. Daher fällt auch dieser Punkt weg. Bei einigen ist es auch irgendwo sozialer Druck. Weil stellt mal vor, ihr seid 17 Jahre und euer gesamtes Umfeld macht den Führerschein. Und ihr nicht. Das geht doch nicht. Oder eure Eltern pressuren euch, weil die, keine Ahnung, keinen Bock mehr haben, euch rumzufahren. Ihr sollt das mal schön selber machen. War tatsächlich bei einer Freundin von mir so. Also sie hat nur den Führerschein gemacht, weil die Eltern das wollten und ja, nachdem sie den Führerschein hatte, ist sie nie wieder Auto gefahren. Das alles fällt bei mir auch weg, weil in meiner Bubble waren Autos oder Führerschein nie ein großes Thema. Und ich habe mich auch nicht sonderlich für Autos interessiert. Und meinen Eltern war das eigentlich auch egal, ob ich einen Führerschein besitze oder nicht. Deswegen auch da eigentlich unnötig für mich. Ich merke schon, wie die Frage langsam switcht von warum erst so spät Führerschein zu warum machst du überhaupt Führerschein? Klingt so, als bräuchtest du es nicht? Das ist eine gute Frage und ich bin ganz ehrlich zu euch, bis vor ein paar Jahren war mir das vollkommen egal, ob ich jetzt einen Führerschein besitze oder nicht. Die Vorstellung war immer cool, einen Führerschein zu besitzen, aber ich brauchte es einfach nicht. Sagen wir es mal so, es gibt viele kleine Gründe, wenn die jetzt alleine für sich stehen würden, würde ich mir trotzdem keinen Führerschein besorgen, aber angehäuft, versteht ihr, was ich meine? Also erst einmal die Deutsche Bahn. Meiner Meinung nach ist die DB eine absolute Katastrophe. Und damit meine ich nicht nur die Verspätungen. Natürlich kommt es auch so ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass beispielsweise in Potsdam die Leute nicht so viele Probleme mit der DB haben. Ist jetzt nur ein Guess, keine Ahnung, ob das der Fall ist. Aber hier in NRW kannst du vergessen. Das ist nur mein persönliches Gefühl, aber bis vor 5 Jahren ungefähr ging das alles noch klar. Aber inzwischen haben wir ständig mit Ausfällen zu rechnen wegen, keine Ahnung, Personalmangel oder weil irgendetwas kaputt ist mal wieder. Diese Firma hat sich kaputt gespart bis zum geht nicht mehr. Es funktioniert nichts mehr und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Und das ist eigentlich voll schade, weil die Deutsche Bahn sollte eine Alternative zum Auto sein. Aber wer die DB in NRW fährt, der sehnt sich nach einem Auto. Ich sag's, wie es ist. Versteht mich nicht falsch. Natürlich werde ich weiterhin Öffis fahren. Also ich werde die Öffis nicht komplett aufgeben. Aber es ist schön, auch eine Alternative zu haben. Ich glaube, ihr versteht mich. Mit Bus und Bahn kommst du natürlich auch nicht überall hin. Manchmal wohnen Freunde ein bisschen abgelegener. Und mit dem Auto ist es 1000-mal easier, da hinzukommen. Heute bin ich nach Euskirchen zur Therme gefahren und das war mit Auto übertrieben geil. Also ist ein bisschen abgelegener, müsst ihr wissen. Vorher immer mit Bus und Bahn dahin gefahren, war super stressig und hat auch viel länger gedauert. Und da noch generelle Vorteile. Schaut euch zum Beispiel das hier an. Na, jemand Bock mit mir den Pfand wegzubringen? Ich wohne zwar in Köln, aber der nächste Supermarkt mit Pfandautomat ist nicht gerade in der Nähe von hier. Klar, ich könnte jetzt mit dem Riesensack eine halbe Stunde laufen oder ich nehme das Auto. Und ich kann endlich mal zu IKEA fahren und ein paar Möbelstücke, die ich hier noch brauche, selber mitnehmen. Crazy. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Das sind so Kleinigkeiten, die aber voll viel ausmachen und dann gibt es noch das generelle Fahrgefühl. Früher habe ich immer gedacht, Autofahren wird mir safe keinen Spaß machen. Das sieht übertrieben stressig aus. Aber die Fahrschule hat mich, ja sagen wir, des Besseren belehrt. Ich hätte niemals gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Freunde, kurze Info, bevor es weitergeht. Nächste Woche am Montag, am 3.7. wird etwas passieren. Ich halte es hier in der Hand. Es sind neue Ketten für euch von mir. Leider darf ich euch in diesem Video noch nicht zeigen, wie es aussieht. Aber wenn ihr jetzt schon mehr über die neuen Ketten erfahren wollt, dann benutzt dieses E-Mail-Formular. Ich habe das auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da geht ihr jetzt einfach drauf, gebt eure E-Mail ein und bekommt erstens sofort Bescheid, sobald die Ketten draußen sind. Es wird wieder eine limitierte Geschichte. Deswegen sollte man es nicht verpassen. Zweitens, ihr bekommt jetzt schon ein paar Informationen zu den neuen Ketten über E-Mail zugeschickt. Und drittens, es wird wieder ein Gewinnspiel geben. Dieses ist 10-mal so krass. Und Voraussetzung, um da mitzumachen, ist ebenfalls die Eintragung der E-Mail. Wie gesagt, einfach auf den Link gehen, eure E-Mail eintragen. Mehr müsst ihr nicht machen. Jetzt geht's weiter. Übrigens, guter Stichpunkt.
Fahrschule, wie lief das eigentlich ab? Also ich bin für die Anmeldung dahin. Vorher musst du natürlich einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Sehtest hier, Bild da, bla bla, ihr wisst. Nach der Anmeldung kommen die Theoriestunden, aber die gehen nicht sofort los. Also bei mir hat es sogar ungefähr einen Monat gedauert, bis es mit den Theoriestunden losging. Aber das Buch zum Lernen und den Zugang zur Lern-App bekam ich schon bei der Anmeldung und das war mega nützlich. Kleiner Tipp, mach das so wie ich. Bis zu den Theoriestunden, lest dieses Buch. Jeden Tag ein paar Seiten. Viele lernen einfach die Theoriefragen auswendig und das war's. Aber das Buch erklärt verdammt gut und bei dem Buch wird das Ganze auch, also wird die Logik dahinter auch gut erklärt. Schaut mal, ganz viele Bilderchen und so, zumindest in meinem Buch. Und wenn man dann mit den Theoriefragen konfrontiert wird, dann versteht man auch die Logik dahinter. Als es bei mir losging mit den Theoriestunden, Alter, ich habe mich so vorbereitet gefühlt. Ich dachte mir, komm, frag mich, was du willst. Die Theoriestunden selbst, ja, können entweder super langweilig sein oder, also ich hatte etwas, das nennt sich Funlearn, war so ein bisschen pädagogischer und spielerischer, könnte man sagen. Also wir hatten auch die ganze Zeit nur Gruppenarbeiten. Hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir waren jetzt auch nicht so viele, aber es war dennoch irgendwie ein komisches Gefühl, als 31-Jähriger zwischen diesen 16- und 17-jährigen Jugendlichen zu sitzen. Nur ein einziger war älter und der war 41 und sah echt jung aus für sein Alter. Hoffentlich habe ich auch so viel Glück mit meinen Genen. Aber unabhängig davon, wie euer Unterricht jetzt aussieht, hört diesem Lehrer zu. Also zumindest bei mir war es so, dass er vieles erklärt hat, was ich erstens mega wichtig fand und zweitens in diesem Buch nicht mal vorkam. Das fand ich crazy. Übrigens, bevor irgendjemand fragt, ja, ich hatte die Sorge, dass irgendwer von den Jugendlichen mich erkennt, beziehungsweise als Iblali identifiziert. Und das ist auch passiert, aber erst am letzten Tag. Da war es schon Wumpe. Dann beginnt auch schon das private Üben für die Theorieprüfung und ey, macht nicht denselben Fehler wie ich. Also man bekommt ja eine App und da kann man lernen und da gibt es unter anderem den Reiter Prüfungssimulationen, was eigentlich eine coole Sache ist. Und ich habe am Anfang nur diese Prüfungssimulation gemacht, weil es für mich irgendwie am meisten Sinn ergab. Ich meine, das simuliert halt die Prüfung so, wisst ihr, wie ich meine? Die normale Lernkartei habe ich so ein bisschen ignoriert, weil ich dachte mir, ach, das sind so Fragen, als ob die jemals in der Prüfung drankommen. So, was musst du bei einem Quad mitführen? Digga, was juckt mich ein Quad? Ich mache einen Autoführerschein. Wisst ihr, was das Ironische ist? Genau die Fragen mit dem Quad kam in meiner echten Prüfung vor. Jede Frage kann vorkommen. Die Lernkartei ist nervig, aber wichtig. Lernt alles. Übrigens Shoutouts an den YouTube-Kanal Führerschein Deutschland, weil er macht so Videos zu den Theoriefragen und erklärt jeder. Also mir persönlich hat das extrem geholfen. Vertraut mir, schaut da mal rein. Und dann kam auch schon die Theorieprüfung, die ich natürlich verkackt habe. Mit 11 Fehlerpunkten. Zu meiner Verteidigung muss man sagen, das war wirklich die schlimmste Kombination aus technischen Fragen, die ich jemals gesehen habe. Heilige Scheiße, war ich unlucky. Aber keine Sorge, die Theorieprüfung dürft ihr frühestens 2 Wochen später nochmal probieren. Deswegen ist das nicht so schlimm. Super viele Leute, die ich kenne, inklusive mir, verkacken beim ersten Mal. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr einen neuen Termin erhaltet und der ist erst in einem Monat oder so oder in 2 und ihr wollt das schon viel früher wieder ausprobieren, gebt einfach eine andere Stadt ein. Ihr müsst das nicht in eurer City machen. Ich bin ja zum Beispiel bei TÜV Rheinland und mein nächster Termin wäre erst in 2 Monaten gewesen und ich dachte so, nee, Digga, auf keinen Fall. Deswegen bin ich auf deren Terminseite, habe sämtliche Postleitzahlen abgeklappert und dann gesehen, in Bonn wäre genau in 2 Wochen ein neuer Termin. Ist ein bisschen nervig, deswegen in eine andere Stadt zu fahren, aber ich persönlich finde das immer noch besser als Monate zu warten. So, wisst ihr, wie ich meine? In diesen 2 Wochen habe ich nochmal richtig reingehustelt in die App und die 2. Prüfung war auf einmal die einfachste Kombination an Fragen, die ich jemals gesehen habe. Bestand mit 0 Fehlerpunkten. Man muss auch ein bisschen lucky sein. Dann geht's ins Eingemachte. Dann kommen die Fahrstunden. Und meine Fahrschule hatte einen Simulator im Keller. So sah da aus, wie so ein Gaming-Setup. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einige nicht so ernst nehmen. Und natürlich kann es das, ich sag mal in Anführungsstrichen, echte Fahrgefühl nicht ersetzen. Aber mich persönlich hat der Simulator echt gut gecarried. Also als ich das erstmal im echten Leben schalten musste, ich wusste genau, wie das funktioniert. Es hat mir extrem geholfen, die ganzen Abläufe kennenzulernen, bevor es richtig losging. Deswegen an alle Fahrschulen da draußen, holt euch so einen Simulator. Das ist mega hilfreich. Es nimmt den Schülern auch so viel Angst. Also man unterschätzt das. Versteht das nicht falsch, der Simulator gilt nicht als Ersatz für die Fahrstunden, sondern lediglich als Ergänzung. Apropos Fahrstunde, die erste war irgendwie, es hat sich überhaupt nicht echt angefühlt. So, ich sitze am Steuer und ich fahre dieses große Ding. Was zur Hölle? War ich nervös? Extrem. Aber es hat auch Spaß gemacht. Also ich muss sagen, zum Glück hatte ich einen coolen Fahrlehrer. Und ich habe ihn mal gefragt, wie ist denn das eigentlich so mit älteren Fahrschülern? Also haben die schlechtere Reflexe oder sind weniger lernfähig oder so? Er meinte so, nee. Er hätte sogar das Gefühl, dass ältere Fahrschüler sich oftmals sogar besser anstellen als jüngere. Und das liegt einfach daran, dass ältere Leute oft ein, ich sag mal, bewussteres Gefühl für Vorsicht haben. 18 bis 24, das sind die risikoreichsten Jahre, auch statistisch. Junge Leute sind häufig übermütig, schätzen Gefahren schlechter ein, haben eine höhere Risikobereitschaft. Dann gibt es noch viele andere Punkte wie Imponierverhalten und Gruppenzwang und
Klar, so etwas kann natürlich auch bei älteren Leuten auftreten, aber bei Jugendlichen tendenziell häufiger. Deswegen kleiner Weckruf an meine jüngeren Zuschauer. Dieses Ding hier ist basically eine Waffe. Theoretisch könnt ihr damit kurzerhand Leben beenden, sei es von irgendwelchen Leuten auf der Straße oder das der Beifahrer oder euer eigenes, aber no pressure. Also versteht ihr, was ich meine? Natürlich, ihr müsst keine Angst davor haben, aber zumindest Respekt. Ihr habt so eine krasse Verantwortung am Steuer, deswegen fahrt bitte vorsichtig. Immer. Und während den Fahrstunden versucht euch ein bisschen locker zu machen. Ihr müsst keine Angst haben, der Fahrlehrer kann immer eingreifen. Ich habe mir zum Beispiel nach einer Fahrstunde immer so Notizen gemacht, was nicht so gut funktioniert hat, damit ich es beim nächsten Mal besser mache. Und versucht, Spaß an der ganzen Sache zu haben. Irgendwann kommt dann die praktische Prüfung und das ist so der letzte Schritt. Wenn ihr das geschafft habt, dann war's das. Ich habe mir auf YouTube so Videos angeguckt, wo irgendwelche Leute ihre Vorprüfung machen. Und das kommt natürlich auf den Menschen an. Ich kann mir gut vorstellen, einige setzt das mega unter Druck, das anzugucken. Aber mir persönlich hat es geholfen. Ich schaue das so an. Okay, der hat jetzt diesen Fehler gemacht. Wäre mir vielleicht auch passiert. Ich versuche das zu vermeiden, notiert. Und am Anfang, bevor die praktische losgeht, stellt euch der Prüfer so ein paar technische Fragen zum Auto, wie beispielsweise, wo schalte ich das Warnblinklicht an? Oder welche Farbe hat die Kontrollleuchte vom Fernlicht? Das sind gar nicht so viele, die kann man auch lernen, da gibt es auch Videos zu. Ich muss sagen, ich hatte Glück, bei mir war es einfach nur, wo ist die Nebelschlussleuchte? Welche Farbe hat die? Fernlicht? Ah, okay, gut gemacht, los geht's. Übrigens, vergesst einfach diese ganzen Horrorgeschichten von Prüfern. Dieses ganze, ja, dieser Prüfer wollte mich unbedingt durchfallen lassen, das hört man ja häufiger. Prüfer wollen, dass ihr es schafft. Wenn ihr es nicht schafft, dann haben die mehr Papierkram, so wisst ihr, wie ich meine? Deswegen macht euch bitte nicht verrückt, konzentriert euch nicht zu sehr auf den Prüfer, konzentriert euch nur auf die Straße, nur auf das Hier und Jetzt. Ich sag's euch, die meisten Fehler passieren, weil man mit den Gedanken irgendwo anders ist. Vor allem, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann denken viele noch voll lange, einfach während der Fahrt, über diesen Fehler nach, so, oh, wie konnte mir das passieren? Wie hätte ich das besser machen können? Aber das ist wirklich das Schlimmste, was man tun kann. Dadurch macht ihr noch mehr Fehler und es ist ein Teufelskreis. Ich hatte mal eine Fahrstunde, die so ähnlich aussah. Deswegen, wenn euch irgendetwas Blödes passiert, shit happens, bloß nicht weiter drüber nachdenken, einfach nur im Hier und Jetzt sein. Wisst ihr, wie ich das während der Prüfung gemacht habe? Ich habe in meinem Kopf kommentiert, was gerade passiert. Okay, ich fahre auf dieser Straße. Okay, ich bleibe erstmal auf der Spur. Okay, welche Schilder habe ich? 30er-Zone, hier muss ich 30 fahren. Die ganze Zeit alles analysiert. Kommt natürlich auch auf den Menschen an, aber mir persönlich hat das geholfen. Einfach dieses, ja, wie sagt man, dieses Bewusste. Irgendwann war die Prüfung bei mir vorbei und das Erste, was der Prüfer zu mir sagt, ist so, ja, da waren so zwei Sachen, die mir nicht so gefallen haben und ich war so, oh shit, was kommt jetzt? Also anscheinend habe ich eine Fahrradfahrerin nicht so richtig gesehen und in einer anderen Situation wollte ich in eine Einmündung und da kam von rechts Fahrradfahrer. Aber meiner Meinung nach waren die noch relativ weit weg und deswegen bin ich durchgefahren, aber ist ja auch scheißegal. Es sind immer die Fahrradfahrer. Und dann sagt der Prüfer so, ja, aber abseits davon war alles super, herzlichen Glückwunsch. Boah, ich habe mich so gefreut, endlich hatte ich das hinter mir. Am selben Tag bin ich tatsächlich noch mit dem Auto meiner Freundin gefahren, aber ich muss eine Sache loswerden. Während den ganzen Fahrstunden dachte ich, okay, der Verkehr in Deutschland ist zwar ein bisschen nervig, aber im Großen und Ganzen sind die Fahrer nett. Ich glaube, das lag daran, dass ich ein Fahrschulauto war. Als Fahrschulauto hat mich jeder vorgelassen und es hat mich auch keiner angehupt, weil ich ein bisschen vorsichtig war. Aber als ich dann mit einem normalen Auto fuhr, die Leute sind wahnsinnig. Allein heute wurde ich zweimal angehupt, weil ich auf einer 70er Straße 70 und nicht 90 gefahren bin. Oh nein! Gestern sind drei Wagen hintereinander vor mir über die Trennlinie eingeschert und das sind so alles Sachen. Natürlich sollte man da einen F*** drauf geben, aber es setzt halt dennoch unter Druck. Natürlich werde ich mich noch dran gewöhnen, aber ich finde es als Fahranfänger echt scary, wie ignorant und egoistisch die ganzen Leute fahren. Ich habe mal gelesen, dass Deutsche europaweit die aggressivsten Autofahrer sind. Ich spüre das. Warum ist das in diesem Land so? Ich habe mir heute selber gesagt, scheiß mal auf diese aggressiven Drängler. Ich werde mich nicht zu irgendwas drängen lassen und werde als Fahranfänger in meinem Tempo fahren. Das solltet ihr auch tun. Wenn ihr euch super unsicher fühlt, fahrt ein bisschen langsamer. Natürlich nicht zu langsam, weil das wäre wiederum eine Verkehrsbehinderung, aber ihr versteht, was ich meine. Fazit, es ist nie zu spät, Führerschein zu machen, außer man ist 90 oder so. Und man lernt während den Fahrstunden extrem viel. Aber man lernt auch sehr viel nach den Stunden. Shoutouts an meine Fahrschule, die hat das richtig gut gemacht. Das sind mega nette Fahrlehrer und wenn ihr zufällig in der Umgebung von Köln lebt und einen Führerschein machen wollt, ja, schreibt ihr einfach an, geht dahin, meldet euch an. Gebt einen Namen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und teilt es euren Freunden. Und schaut euch dieses Video hier oben an, da habe ich 100 Mods in Tears of the Kingdom aktiviert, einfach nur um zu sehen, was passiert. Ist mega witzig geworden. Und dieses Video hat meine Freundin geschnitten. Einfach weil sie Lust drauf hatte. Bis dann. Ciao.